Glück auf und hallo zu einem weiteren Video aus der Reihe Geraffelcheck. Ja, heute testen wir mal was anderes an. Ich habe mir das mal gegönnt, das Teil, vor allem nach der Woche. Das ist ein Hobo eigentlich, wird geführt unter Campingkocher oder Holzofen, der Marke Miatoria. Ja, war mir nicht so bekannt, vielleicht kennt das ja jemand von euch, ich hab da keinen Plan, ne? Ich habe mir einfach mal gekauft, weil das sexy aussah, das Teil. Ja, und das kam in der schönen Tasche, das wiegt ungefähr, weiß ich nicht, 1100, 1200 Gramm. Ist jetzt ein bisschen nass geworden draußen, weil da ist nämlich hier am Schütten hier, da trächtet hier Hunde und Katzen. Und ja, da testen wir jetzt mal so durch, nachdem ich ja jetzt so mal eine Woche keine Zeit hatte. Nee, weil ich echt eine Scheißwoche hinter mir hatte, ne, falls ich auch nicht erwähnt haben sollte. Okay, fangen wir mal an. Nach der Werbung. Ne, nicht nach der Werbung, so weit sind wir ja noch gar nicht. Nach dem Intro meine ich natürlich. Also, was haben wir hier am Tisch liegen? Das Täschchen hier. Ja, ungefähr, weiß ich nicht, 24... mal 20, ja, meine Hände ungefähr 20 cm, Fingerlänge, ja, wiegt ungefähr 1,2 Kilo, sieht so aus. Was aber noch am Tisch liegen, ja, bisschen Brennholz, ja, irgendwie muss ja was verbrennen hier, ne, habe ich auch aus der scheiß Räumung von der Woche, ja, hier können wir mal ein bisschen wieder reinmessen, das kennt ihr ja, ne, ich habe keinen Bock jetzt hier noch den MacGyver zu machen, Feuerzeug und Zunder, ne? Ja. Ja, die Aldi-Lampe, die habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Ne? Ja, die hatten sie ja für 9 Euro da vor ein paar Monaten gehabt. Das Ding ist absolut Taco. Ne? Also, Augen zu. Zuppi. Ne? Und vorne auch noch Magnetfuß. Ich glaube, 9 Euro gekostet. Ich habe mir natürlich wieder ein bisschen aufgebrezelt. Bisher nicht da diesbezüglich alle an der Latte ab, aber ist egal. Ja, was habe ich hier noch? Ne? Ich habe ja so viel Camping- und Kochgeschirr. Das Ding, ich weiß nicht, wenn das einer kennen sollte, erklärt mich auf, Leute. Ich habe das aus irgendeiner Quelle mal bekommen. Ich habe da 2 Stück von. Ich habe die ganze andere Scheiße, die ich hier für mehr oder weniger teures Geld hier gekauft habe. Das steht alles im Schrank rum. Ich liebe das Teil mittlerweile. Ja, das scheint auf jeden Fall militärisch zu sein. Ist Alu. Und ja, ich habe da echt die Spaß dran. Also das funktioniert blendend. Ne? Ich nehm nichts anderes mehr mit. Gut, was haben wir noch auf dem Tisch? Ja, mein Feierabendbier. Mehr als verdient. Ist mir gerade runtergeknallt, wie man sieht. Ja, Aschenbecher und Nervennahrung. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, jetzt habe ich das Gerät mal ausgepackt. Also, so kommt das dann rüber. Ja, und ja, da, was haben wir denn hier? Ne, hier haben wir das Gestell. Macht Sinn, da liegt so ungefähr, ich gehe mal an der Seite. Seht ihr das? Ja, so ungefähr 6-7 cm über dem Boden. Das heißt, wenn man draußen mal ein bisschen fackelt, ja, da passiert dem Boden eigentlich gar nichts so, ne? Also hat genug Abstand. Also da kommt das ganze Gerät, wenn er zusammengebaut ist, kommt da drauf. So, da haben wir die Seitenteile. Das hier und das hier. Ja, hier Rückenteil und hier vorne, wie man sieht, dafür ist ja auch die Öffnung wahrscheinlich, ne? Also die Frontseite. Hier ist ja das Bodenstück, was reinkommt, unten am Boden, ne? Deswegen heißt das nämlich auch Bodenstück. Und hier oben haben wir den Deckel, ne? Hat ungefähr einen Durchmesser von, ich sag mal, ja, 10 cm bestimmt. Ja, und dann haben wir noch hier das Topkreuz. Ja, das kann man auch vielfältig, also in zweierlei Varianten anwenden. Das ist auch nicht schlecht. Also ich habe ja nie auf den Tisch gepisst. Ne? Also müsst ihr jetzt nicht meinen, dann sieht man eine Tränen, weil ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe echt eine scheiß Woche hinter mir. Egal. Ich mache das hier trotzdem weiter. So, und ja, ich fuddel das jetzt mal einfach mal zusammen. Das ist ein bisschen tricky beim ersten Mal. Ja. Aber ja, wir Männer, wir brauchen da keine Bedienungsanleitung, weil die ist eh nicht dabei. Und wenn wir da nicht weiterkommen und uns schämen, dann googeln wir das ja immer. Also ich habe es beim ersten Anlauf geschafft, hat aber 5 Minuten gedauert. Aber ich bin ja auch mal Locher, ne? Gut, ich baue das mal eben zusammen. Die gesamte Bauanleitung, dann mache ich nochmal hinten dran so ein bisschen was. Ne? Die Tipps und Tricks. Aber jetzt erstmal mache ich das Ding fertig. So, jetzt habe ich das Ding zusammengefummelt. So, und hier seht ihr das schön von oben. Ne? Das ist eine Variante, wie man das Topkreuz draufsetzen kann. Ja, und er sieht eigentlich so, ne? Sieht das Teil eigentlich recht sexy aus, ne? Kann man eigentlich nicht moppern. Also, ne? Wenn man da mal ein bisschen was Größeres raus machen möchte. Also vom Volumen her ist das schon so in Ordnung, ne? Ja.
Also, das ist die eine Variante mit dem Topfkreuz. Achso, ihr habt da noch ein Gitter, das ist dann die dritte Möglichkeit. Und ich bastel mal eben das Topfkreuz um. Ich habe keine Hand frei. Ne? Bis gleich. Das ist die zweite Variante. Ne? So ein Abstand, den seht ihr ja ungefähr. Ne? Ja, da kann man noch schön ein Töpfchen drauf packen, nach der Theorie, so was man dem Betreiber da oder den Verkäufer da entnehmen kann. Wird hier Luft auch eingezogen und hier unten kommt es wieder raus. Ne? Ich meine, ihr seht ja selber, das Ding ist hier perforiert, wie im Kriegseinsatz gewesen. Also, bin mal gespannt, was das Ding gleich bringt. Und das war natürlich hier draußen aus. Ich mache das mal hier wieder ab. So, hier die dritte Variante. Da könnt ihr euch hier, weiß ich nicht, ein Kotelett drauf braten. Ne? Ist jetzt nicht so, rutscht ein bisschen, sag ich mal. Das rastet hier nirgendwo ein. Vielleicht soll das, aber macht das nicht. Ist aber auch nicht so tragisch. Also, das funktioniert schon so ganz gut. Das liegt eigentlich stabil auf. Ne? Wenn da was drauf ist, dann passiert da mal gar nichts. So, da würde ich mal sagen. Ja, dann gibt der Mitch mal wieder Feuer, ne? Dann gehen wir mal da draußen, weil hier drin ist scheiße. So, mal wieder vor der Tür. Jetzt habe ich schon mal so ein bisschen Brennholz vorbereitet. Ihr kennt das ja, die meisten von euch wissen ja so die Reihenfolge. Das müsste eigentlich reichen, um so ein 3 Liter Wasser mal zu erhitzen. Ja, dann gehen wir mal Feuer. Moment. So, jetzt habe ich jetzt meinen Zunder da reingepackt. Jetzt kann man prima, bequem von hier vorne das andere Brennmaterial reinpacken. Also die Öffnung, die ist wirklich klasse, da reicht vollkommen aus. Also das ist nicht so der optimale Feueraufbau, ich habe auch nur eine Hand. Aber das müsste klappen. Eigentlich klappt das immer. So, das waren jetzt ungefähr 1,5 Minuten. Und ja, ich muss sagen, das Ding geht ab wie Hulle, ne? Absolut. Guckt euch das mal an. So, dann würde ich mal das Töpfchen holen, ne? Jetzt hat Mitch sein Lieblingstöpfchen nochmal drauf getan, so. Und jetzt wollen wir mal abwarten, wie lange er das ungefähr braucht. Also, wir haben jetzt hier Wassertemperatur so, ja, um den Gefrierpunkt. Also, wirklich schon ein bisschen kalt hier draußen. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich. Guckt euch das mal an. Also, das Ding, das funzt. Ich glaube, ich habe da sogar ein bisschen zu viel drauf geknallt. Und, ja, machen wir mal keinen Schnitt. Das Intermezzo, ne? Ich meine, das macht wirklich Spaß, da reinzugucken, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ne? Also, ich bin jetzt ungefähr, weiß nicht, wieder 40 cm weg von dem Teil. Das strahlt auch eine schöne Wärme aus. Und, also, ich bin ja eigentlich normalerweise nicht so begeisterungsfähig, aber da habe ich schon Spaß dran, ne? Ja, gucken wir mal, wann das Wasser anfängt zu kochen. Mal kurzes Intermezzo. Ich baller da mal jetzt hier eben kurz hier mit meiner Laserpistole rein. Also hier oben auf der Platte, seht ihr das? War so locker 211 Grad, 230, ne? Ja. Pöttel an der Seite. So. Und jetzt weiß ich, ob das jetzt hier Dampf ist oder ob das jetzt schon oder noch Qualm ist. Ich guck mal eben rein. Ja, wie ihr seht, das Wasser dampft schon. Das sind jetzt ungefähr 3 Minuten. Ja gut, ich meine, ich habe auch nichts anderes erwartet. Da jetzt nicht gesehen hat, war gerade nur noch glühend. Jetzt habe ich noch ein bisschen was aufgelegt und innerhalb von ein paar Sekunden, das ist also eine geile Sogwirkung hier. Aber jetzt wieder das Bild, ne? Ja, okay, ne, jetzt kommt erstmal mit seiner Frau, was das Yvonne ist, und mein Enkel, ne, der Dean, und jetzt kommen die gleich erstmal gierig mit der Tasse. Die wollen mich hier einen Tee haben vom Mitch, ne, weil wir sind ja hier nachhaltig, wir vergeuden ja keine Energie, ne. Mach mal das Deckelchen jetzt hier auf, mal gucken. Ja, der ist am Kochen. Ja, wer kommt denn da? Ich höre was klappern. Oh, ein Dotschhund. Ja, Dotschilein. Du auch mal vor der Tür. Ja, direkt wieder in die warme Hütte, ne? Boah, das sind die Afrikaner, weißt du das? So, wer kommt denn da? Ja, hallo, noch ein... Oh, ja, wunderbar. Hallo ihr beiden, möchtet ihr einen leckeren Tee haben? Ja, und Marshmallows. Und Marshmallows? Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Oh, jetzt gibt es erstmal leckeren Tee. Nein, Schatz, magst du Tee jetzt? Bitte? Ob du jetzt Tee möchtest? Ja. Freust du dich? Ja. Kannst du das angemessen zeigen? Nein. Warum nicht? Du bist im Fernsehen, sei mal ein bisschen freundlicher.
Hallo. Ich bin nicht Frank. Haben wir keine Astgabel? Ne, die haben keine Astgabel, habe ich keine geschnitzt. Aber jetzt, wenn du mal draufhalten würdest, dann mache ich das mit meinen schmerzunempfindlichen Flossen. So. Das ist sehr heiß. Aber ich zeige das nicht, weil ich eine coole Sau bin. Jetzt haben wir Marshmallow-Time. Also, sie haben multifunktionales Gerät, ne? Hast du Spaß? Er sagt halt auch Dean. Hallo. Fasziniert, vorher halt, ne? Ja, so sehen richtige Marshmallows aus, ne? Schatz, ist das richtig, was ich mache? Ja, das ist richtig. Ist das gut? Das ist gut. Den freust du dich schon da drauf? Ja. Gut. Willst du es auch mal drehen? Darfst du nicht in die Asche reinkommen? Fühl mal. Komm her. Nimm mal ein Stückchen hier. Nö. Unsere zukünftigen Rentenzahler. Mal zu meiner These von vorhin. Also das ist ein Kunststofftisch. Also da ist alles Taco. Nee, also da kommt keine Hitze bis nach unten hin. Könnt ihr problemlos draußen im Wald verwenden. Oder wo auch immer. So, meine Lieben. Jetzt sind wir wieder zurück im Hauptquartier. Und ja, hier zeige ich euch mal das Ding hier bei Amazon. So wie wir das kaufen können für schlappe 37 Knöpfe. Ja, Resümee, was soll man davon halten? Ja, auf jeden Fall brauchbar, ne? Macht Spaß, ganz klar. Ist halt ein größerer Hobo und wenn man da mal ein Kotelett drauf braten will, ist ja bei den Kleinen nicht so möglich, dann macht das Ding durchaus schon mal Sinn. Also hat schon seine Existenzberechtigung. Für den Preis kann man sich drüber streiten. In jedem Fall ist er ein nettes Backup. Man soll sich ja in der Krise auch nicht nur auf einen Energieträger verlassen. Ja, und wenn die ideologisierten Laubfrische da so weiter rumvorwerkeln, dann werden wir wahrscheinlich sowieso alle mit dem Arsch im Dunkeln sitzen. Ja, und dann kann man eigentlich sich darüber freuen, wenn man dann sowas irgendwie noch im Nacken hat. Also schon sinnvoll, ja. Ja, das war doch schon wieder. Ich sag mal wieder danke für eure Aufmerksamkeit und eure Zuneigung. Ich hab euch echt total lieb. Tut mir nur den Gefallen oder was und geht das nicht einfach so leicht an. Wir gehen da gerade eine echt bittere Szenerie entgegen. Ihr seht gerade, was los ist. Das habe ich alles prognostiziert. Strom- und Gaspreise. Mehr sage ich jetzt nicht. Also tut mir ja den Gefallen und bereitet euch ein bisschen vor. Okay, ja, ich verbleibe wieder mit lieben Grüßen. Glück auf und bis bald.